Also ich bin Christina Sartori. Die Referentin und Referent kommen gleich. Vielen Dank für die Einführung, Herr Mayer. Vielen Dank für die Körperstiftung, dass Sie Raum, Zeit und auch Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, damit wir dieses Thema heute diskutieren können. Die Überschrift Grenzen, da kommen wir an die Grenzen unserer Solidarität. Was werden wir uns noch leisten können? Wie wollen wir damit umgehen? Frau Dr. Berger-Höger hat ja eben sehr kurz und knackig, aber doch sehr deutlich dargestellt, dass selbst in unserem derzeit ja noch gut ausgestatteten Gesundheitssystem es eine Kluft gibt, oft genug, zwischen der Realität und dem, was man sich wünscht oder was vielleicht ein Ideal wäre. Also das Ideal jetzt, dass man wirklich als Patientin in diesem Falle ausführlich Informationsmaterial bekommt, ausführlich mit einer ausgebildeten Pflegefachkraft dann darüber sprechen kann, hin und her überlegen kann, immer wieder seine Fragen stellen kann, dann nochmal mit dem Arzt spricht, um dann wirklich gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin zu besprechen, welche Option ist für mich denn jetzt die richtige? Welche Option passt zu meinem Leben, zu meinem Lebensstil und auch zu meiner Persönlichkeit? Wie gesagt, da gibt es eine Kluft, das haben wir eben gehört, es klang so gut, alle haben es angenommen, aber dann scheitert es an den, ja, an den Realitäten, an den Gegebenheiten. Und dazu gehört auch der ökonomische Druck zum Beispiel. Dazu gehört, dass Zeit Geld ist und gerade Zeit unheimlich knapp bemessen wird in unserem Gesundheitssystem. Ich habe jetzt noch ein Beispiel mitgebracht, um in das Thema einzusteigen. Und zwar betrifft das keine Patientin, sondern es betrifft einen kleinen Jungen. Sie haben das vielleicht gelesen. Der Junge heißt Michael und stammt aus Ludwigsburg. Er ist wirklich noch klein und leidet an einer sehr schweren Krankheit, an einer Form des schweren Muskelschwunds. Um da jetzt ins Detail zu gehen, diese Krankheit bedeutet, wenn sie nicht behandelt wird, dass das Kind wahrscheinlich seinen dritten Geburtstag nicht feiern wird. Also die verläuft tödlich ohne Behandlung. Und jetzt gibt es gibt ein bestimmtes Medikament, das kann diese Krankheit nicht heilen, nur langsam herauszögern, aber jetzt gibt es ein neues Medikament, das ist in den USA zugelassen. Das ist eine Infusion und das stoppt dann die Krankheit. Davon geht man aus. Man hat noch nicht viele Daten, weil das wirklich ganz neu ist. Es ist in der EU auch noch nicht zugelassen. Das Wichtige an dieser Geschichte für uns heute ist jetzt, dass diese einmalige Infusion über 1 Million kostet. Weniger als 2 Millionen, aber gut über 1 Million. Und dann gab es einen großen Aufruhr in den Medien. Prominente haben sich auch dafür eingesetzt, weil natürlich, wenn man so ein kleines Kind sieht, dann muss man gar nicht irgendwie Mutter oder Vater sein, um zu wollen, dass alles getan wird, damit es diesem Kind besser geht. Es wurde dann letztendlich, ich denke mal, das war auf Druck der Öffentlichkeit, von den gesetzlichen Krankenkassen, von der entsprechenden Krankenkasse gesagt, wir übernehmen die Kosten. Das ist eine sehr seltene Krankheit, aber das ist eine Krankheit, die schon mehrfach im Jahr auch in Deutschland auftritt. Das ist nur der Anfang von einer Gruppe von Medikamenten, die doch das Thema Gentherapie wieder in den Raum der Möglichkeit rücken. Also es wird eigentlich erwartet, dass auf dem Gebiet in den nächsten Jahren mehr und mehr noch dazu kommt und dass diese Medikamente dann, diese Infusion oder was auch immer das ist, in diesen Millionenbereichen sind. So, und dann sind wir nämlich wieder direkt bei unserer Frage, kommt unser solidarisches Gesundheitssystem an seine Grenzen? Und das hat auch schon der Deutsche Ethikrat, hat sich schon damit beschäftigt, der hat 2011 eine Stellungnahme verfasst zu dem Thema, jetzt wird es so ein bisschen juristisch, Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen zur normativen Funktion ihrer Bewertung. Also, da geht es dem Deutschen Ethikrat darum, Wie können wir das bewerten? Müssen wir das einzelne Kriterien unseres Gesundheitssystems bewerten? Und wer sollte das machen? Und warum das notwendig ist, dass wir da nochmal innehalten und überlegen, was werden wir in Zukunft bezahlen können? Und werden wir auch in Zukunft all das bezahlen können, was nützt, so wie es derzeit ist? Oder müssen wir da Einschränkungen machen? Dafür hat der Deutsche Ethikrat 2 Gründe angegeben. Das eine ist, das sind eigentlich beides positive Gründe, muss man sagen. Das eine ist, dass wir alle älter werden. Schicke Sache, aber das heißt auch, dass immer mehr Menschen eben in das Alter kommen, wo unheimlich viele Ressourcen des Gesundheitssystems in Anspruch genommen werden. Das zweite, auch sehr schön, die Geschichte von Michael, der medizinische Fortschritt.
Das heißt zum Beispiel so eine Gentherapie, wie sie bei Michael angewendet wurde, aber auch die neuen Medikamente, die Hepatitis C heilbar machen oder auch neue Medikamente, die einen neuen Weg in der Krebstherapie einschlagen. Der Deutsche Ethikrat hat daraus geschlossen, und das lese ich jetzt ab, weil das ist ein Zitat, zumindest vorausschauend ist eine Debatte über gerechte Verteilungskriterien unumgänglich. Und wer welche Kriterien wie festlegt, diese Debatte wollen wir jetzt hier führen, erst auf dem Panel, ich habe 3 tolle Experten, und dann nachher wollen wir auch die Diskussion für Sie öffnen, damit auch Sie Ihre Meinung und Ihre Fragen öffentlich kundtun können. Ich möchte deswegen jetzt meine 3 Gäste hier aufs Panel bitten, bitte. Herr Professor Kiffmann, Herr Professor Montgomery, Frau Dr. Klako-Frank, kommen Sie rauf. Wollen Sie sich? So, ich stelle Ihnen mal kurz vor, wer hier neben mir sitzt. Ich fange natürlich mit der Dame an. Frau Dr. Regina Klako-Frank, Sie sind Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, sind 2001 in die Geschäftsführung der Bundesärztekammer eingetreten. Sie hat dort jahrelang, war sie Leiterin der Abteilung Qualitätssicherung in der Medizin und auch Leiterin der Abteilung Gebührenordnung. Dann war sie 7 Jahre lang Mitglied des Kuratoriums des IQWiG, das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Sie waren außerdem von 2012 bis 2018 Mitglied des gemeinsamen Bundesausschusses, der wird immer mit GBA abgekürzt, das hört man auch öfter, gemeinsamer Bundesausschuss. Da war sie Vorsitzende des Unterausschusses Qualitätssicherung, das heißt, sie war für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung verantwortlich. Seit 2013 ist Frau Klako-Frank Kuratoriumsmitglied des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Und jetzt ist sie stellvertretende Institutsleiterin des ICTIC, nicht IQWiG, sondern ICTIC. Das ist das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Und dann würde ich sagen Frau Klako-Frank, wenn Sie vielleicht mal kurz sagen könnten, dieses Institut, Ihr Institut, was macht denn das so? Ja, also das ICTIC oder ICOTIC, wie wir sagen, damit es auch nicht mit dem anderen Institut, dem IQWiG, verwechselt wird, ist ein noch relativ junges Institut, was die Spezialaufgabe hat, im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusses, der für die Ausgestaltung des Leistungskatalogs im GKV-System zuständig ist, die Qualitätssicherung der Leistungen zu übernehmen. Und unsere Hauptdomäne ist die Messung der Qualität in verschiedenen Leistungsbereichen anhand von Qualitätsindikatoren. Das heißt, wir entwickeln Qualitätsindikatoren und setzen die dann zur Messung der Qualität ein. Wie kann man sich das jetzt anschaulich vorstellen? Insbesondere findet das bei stationären Leistungen statt. Wir haben zum Beispiel Qualitätsindikatoren, mit denen die Qualität der Versorgung bei einer hüftgelenksnahen Oberschenkelfraktur gemessen wird. Da ist zum Beispiel ein Qualitätsindikator, ob die Patienten zu lange nach der Fraktur im Krankenhaus dann auf die Versorgung, ne, dieses Oberschenkelhalsbruches warten müssen. Da soll nämlich die Wartezeit eigentlich relativ kurz sein, so kurz wie möglich, damit der Hüftkopf in der Zwischenzeit, wenn ich das jetzt mal so vereinfacht ausdrücken darf, nicht abstirbt. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. Oder ein ganz anderes, wo wir auch die Qualität im Krankenhaus messen, betrifft den Dekubitus, also sprich, dass man ein Druckgeschwür bekommt, wenn man nicht sachgerecht gelagert wird, ne, wenn man eine längere Zeit bettlägerig ist. Da schauen wir eben auch nach und vergleichen die Krankenhäuser untereinander, ob eben solche Druckgeschwüre im Verlauf des Krankenhauses auftreten oder eben nicht. Das wären so 2 Beispiele dafür. Das Ganze ist insbesondere im Moment noch auf die stationäre Versorgungsqualität ausgerichtet, aber das IQTIC und auch der GBA als Hauptauftraggeber hat den Auftrag, das auch auf die ambulante Versorgung auszudehnen, also auch da mehr Transparenz über die Versorgungsqualität, aber wirklich hart gemessen dann mit diesen Qualitätsindikatoren darzustellen. Das heißt, Sie gucken auf, also Qualität hörte ich jetzt ganz oft. Was würden Sie denn sagen jetzt aus dieser Position heraus, wie würden Sie denn unser Gesundheitssystem
derzeit beurteilen. Also in Hinsicht auf unsere Fragestellung, kommen wir da an Grenzen und wie sollten wir damit umgehen? Ja, das möchte ich gerade auch aufgrund meiner Erfahrung vorher beim gemeinsamen Bundesausschuss vielleicht so zusammenfassen wollen. Ich denke, unser System hat ganz, ganz große Stärken, aber auch schon seit längerem bekannte Schwächen. Und ich würde gerne mit den Stärken anfangen wollen. Ich denke, wir haben eigentlich ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem, speziell auch was die gesetzliche Krankenversicherung anbelangt, wo ja die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung auch drin versichert ist. Und in diesem System durch die Beiträge der Versicherten finanziert, stellen wir eigentlich allen auf einem sehr hohen Niveau im internationalen Vergleich umfangreich Leistungen zur Verfügung. Damit das Ganze dann aber solidarisch finanzierbar bleibt, also durch die versicherten Beiträge, ohne die Einzelnen zu überfordern, braucht es quasi ständig eines Korrektivs, eines Gegengewichts. Man muss die Balance halten zwischen dem, was machbar ist, was an Innovationen neu ins System reindrängt. Das war ja auch Thema in dem Panel, was wir vor der Mittagspause auch miterleben durften. Also zwischen dem immer die Balance halten, zwischen dem, was machbar ist und an Innovationen hineindrängt ins System und dem, was tatsächlich auch medizinisch notwendig ist und vor allen Dingen auch finanzierbar ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Qualitätsgebot. Die Versicherten haben alle Anspruch, auch auf die Teilhabe an Innovationen. Das steht im Sozialgesetzbuch 5 sogar so drin. Auf der anderen Seite muss das Ganze aber auch wirtschaftlich sein. Dieses Wirtschaftlichkeitsgebot ist wahrscheinlich sogar noch bekannter und unter der Ärzteschaft auch nicht gerade gut gelitten. Aber mit meiner GBA-Erfahrung, denke ich, brauchen wir auch das Wirtschaftlichkeitsgebot, weil ansonsten die solidarische Finanzierbarkeit des Systems auch gefährdet wäre. Und Wirtschaftlichkeit, wie funktioniert das im deutschen System? Wir machen es hier anders als zum Beispiel in England, die eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchführen. Der eine oder andere von Ihnen wird das Stichwort Qualys ja auch kennen. In Deutschland haben wir einen anderen Entscheidungsalgorithmus. Wir nehmen Innovationen dann ins System auf, wenn der Patientennutzen belegt ist. Also wir gehen evidenzbasiert vor. Und bislang funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut, sodass ich denke, dass wir im internationalen Vergleich gar nicht so ein großes System, anders als es häufig dargestellt wird, mit zum Beispiel innovativen Arzneimitteln haben, die für alle verfügbar zu machen oder auch was neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden anbelangt. Soweit die Stärken. Also bisher können wir mit unserem System da, glaube ich, sehr gut mithalten und diese innovativen Leistungen auch für jedermann zur Verfügung stellen. Wir haben aber auch schon seit langem bekannte Schwächen und für die gibt es eine auch inzwischen quasi zitierfähige Überschrift, das ist die Unterüberfehlversorgung. Ich glaube, das erste Gutachten dazu ist über 30 Jahre alt. Damals wurde es noch sehr in Frage gestellt, heute ist es auch in der Ärzteschaft kein Thema mehr, dass wir uns doch in einem großen Maße eine Ineffizienz leisten, auch eine Überversorgung, die so nicht sein müsste, wenn wir uns nicht so viele strukturelle Defizite leisten würden. Die strukturellen Defizite haben auch einige Hauptursachen, die seit langem bekannt sind. Das ist die für Deutschland typische starke Sektorierung der Versorgung, die strikte Trennung zwischen ambulant und stationär, was solche Ineffizienzen zum Beispiel produziert. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir die Krankenversorgung nicht patientenzentriert integriert betrachten. Das wird vielleicht nachher noch ein Thema in der Diskussion. Wir leisten sehr viel, stecken sehr viel an Ausgaben in die kurative Medizin, vernachlässigen demgegenüber die Prävention. Auch das ist heute schon im Panel vorher thematisiert worden, da kann ich mich nur voll anschließen. Also sprich, wir betrachten die Behandlung nicht aus einem Guss. Und das sind bekannte strukturelle Schwächen, die wir im System haben, die wir aber auch, glaube ich, lösen könnten, wenn wir es wollten. Okay, also mindestens 4 bis 6 Punkte, die wir gleich nochmal aufgreifen werden. Vorher möchte ich den Ökonomen in unserer Runde vorstellen und dann zu Worte kommen lassen. Das ist Herr Professor Matthias Kiffmann, ganz außen rechts von meiner Seite aus. Er hat Volkswirtschaftslehre an der Uni München und der London School of Economics studiert. Dissertation und Habilitation erfolgten an der Uni Konstanz.
Und von 2006 bis 2010 waren Sie Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Also Sie sind ein bisschen rumgekommen, weil jetzt sind Sie ja hier in Hamburg. Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Ökonomik der Gesundheit und der sozialen Sicherung an der Universität Hamburg hier. Und er ist Kernmitglied des Hamburger Center for Health Economics. Ihre Forschungsthemen, so wie ich das gefunden habe, sind einmal die Finanzierung von sozialen Sicherungssystemen, die Vergütung von Leistungserbringern im Gesundheitswesen zum Beispiel. Sie haben gemeinsam mit Herrn Bayer und Herrn Zweifel die Lehrbücher Gesundheitsökonomik und Health Economics veröffentlicht. Sie gehören zu den Herausgebern des Journal of Health Economics, sind Mitglied im Ausschuss für Gesundheitsökonomik des Vereins für Sozialpolitik oder Social Politik? Sozialpolitik. Und Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Gesellschaft Gesundheitsökonomie. Also wir haben hier einen echten Ökonom. Wie würden Sie denn jetzt die Ausgabenlage unseres Gesundheitssystems aktuell bewerten? Ja, Sozialpolitik schreibt sich mit C, das ist interessant bei dem Verein, weil der schon so alt ist, also schon aus dem 19. Jahrhundert. Ja, der hat ja eine lange Tradition, sich auch zu solchen Themen zu äußern. Zur Ausgabenlage, wir hatten da jetzt ein paar wirklich gute Jahre, es wurde jetzt gar nicht so viel geredet über die Ausgaben, denn der Beitragssatz ist eigentlich konstant geblieben seit 2011 und das macht uns erstmal froh. Natürlich, wenn man genauer hinschaut, das war natürlich die gute wirtschaftliche Lage, die Einnahmenseite. Wir haben Erwerbstätigkeitsrekorde gerissen. Also das hat es jetzt sehr finanzierbar gemacht. Und Sie hatten ja schon in Ihrem einführenden Statement die Alterung angeführt. Die Alterung wird uns voraussichtlich schon stärker betreffen. Wir haben eine lange Debatte in der Gesundheitsökonomik darüber, welche Folgen hat die Alterung. Denn älter werden heißt ja auch, wir werden ja vielleicht auch deshalb, weil wir gesünder sind. Ja? Das ist ein wichtiger Faktor. Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm mit der Alterung. Wenn die Menschen gesünder sind, dann brauchen sie vielleicht gar nicht so viel. Also vielleicht ein heute 60-Jähriger braucht vielleicht gar nicht so viele Ressourcen wie vor 20 Jahren 60-Jähriger. Aber inzwischen, nachdem man die Daten genau analysiert hat, kommt man doch zu dem Schluss, die Alterung wird uns stärker treffen und wir werden in den nächsten Jahren, wenn die Trends so weitergehen, medizinischer Fortschritt schon mit starken Steigerungen rechnen müssen. Der Beitragssatz müsste ordentlich steigen und ich mache ja auch soziale Sicherung, muss natürlich auch im Kontext sehen, dass die Rentenversicherung tendenziell auch höhere Beitragssätze haben wird und die Pflegeversicherung auch. Also es wird teurer werden, das ist keine Frage. Wir werden natürlich auch bessere Leistungen bekommen, aber die Frage, die Sie gestellt haben, wird die Gesellschaft beschäftigen, was wollen wir uns leisten? Die wird sich immer akuter stellen mit den steigenden Beitragssätzen. Danke. Dann komme ich jetzt zu Herrn Professor Frank-Ulrich Montgomery, direkt neben mir. Er ist seit 2019 Vorsitzender des Vorstandes des Weltärztebundes. Vorher war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Angefangen hat das Ganze als Facharzt und Oberarzt für Radiologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, aber Sie sind schon seit den 80er Jahren berufspolitisch unterwegs. Ich nenne mal so ein paar Stationen, nicht alle. Also Vorsitzender vom Marburger Bund Landesverband Hamburg, Vorsitzender vom Marburger Bund auf Bundesebene. Da sind Sie jetzt eher ein Vorsitzender. Ich kann auch schneller. Nee, ich habe ein paar nur rausgepickt, die schönsten. Dann Präsident der Ärztekammer Hamburg, Vizepräsident und Präsident der Bundesärztekammer waren Sie auch. Seit 2017 sind Sie auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und Sie sind Präsident des Ständigen Ausschusses der Ärzte der Europäischen Union. Also von Ruhestand kann man jetzt nicht sprechen, würde ich mal sagen. Wie sehen Sie denn als Arzt und auch als berufspolitisch engagierter Arzt unser Gesundheitssystem? Stärken und Schwächen oder wie sehen Sie die Ausgabenlage? Die Tätigkeit beim Weltärztebund wie bei dem Ständigen Ausschuss der Ärzte der Europäischen Union erlaubt mir ja einen gewissen Überblick über sehr viele Gesundheitssysteme der Welt zu haben. Im Weltärztebund sind 114 Staaten organisiert mit jeweils entweder der Ärztekammer oder, wo es das nicht gibt, dem größten Ärzteverband. Und Sie erlauben mir als Eingangsstatement vielleicht eine ganz platte Aussage. Ich kenne kein besseres Gesundheitssystem als das deutsche, auch wenn es viele Ecken und Kanten gibt, an denen man es noch besser machen könnte. Aber dieser generelle Pessimismus,
mit dem wir uns in der Welt auch vertreten, den verstehe ich nicht. Ich bin mal auf der Health Dubai gewesen mit deutschen Politikern, die hier in Deutschland unser Gesundheitswesen in einem Fort schlecht machen und sagen, was hier alles nicht funktioniert. Aber auf der Health Dubai dann sich hinstellen und sagen, die Patienten der Welt, bitte kommt zu uns nach Deutschland, damit wir euch behandeln können. Da sieht auch ein Scheich sehr schnell durch und sagt, wieso erzählst du zu Hause das eine und woanders was anderes. Das Beruhigende ist, all diese Menschen hatten eine Reiserückholversicherung in der Tasche, sodass, falls sie in Dubai krank geworden wären, sie sofort unter den Schirm des deutschen Gesundheitssystems hätten schlüpfen können. Das ist für mich Beleg der Tatsache, aber bitte missverstehen Sie das nicht, dass wir in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt leben. Und wenn ich auch mal einen Aufklärer zitieren darf, Sie sind ja Lichtenberg-Fan, ich habe es mit Voltaire, kann ich also wirklich nur sagen, Voltaire hat ja das wunderbar beschrieben, unser Dilemma, indem er gesagt hat, die Aufgabe des Arztes ist es, den Patienten so lange zu amüsieren, bis die Krankheit ihr Werk erledigt hat. Das ist genau das, was ich verstehe, dass bei diesem großen Wissensunterschied zwischen den Menschen, die bitte platt gesagt Medizin studiert haben und denen, die es nicht getan haben, dass hier der dauernde Konflikt ist zwischen Paternalismus. Sie haben das wunderbar rausgebracht. Wo ist sie da, Frau Dr. Berger-Höger? Sie haben das wunderbar rausgebracht, dieser Konflikt zwischen Paternalismus und Informed Consent, der für uns ja genauso schwierig ist wie für den Patienten. Für mich ist ein informierter Patient viel besser, viel interessanter, viel spannender, als jemand, bei dem ich am Ende sagen muss, so, jetzt machen wir das mal so. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es aus Zeitgründen, sei es aus ökonomischen Gründen, aus welchen auch immer. Und da, finde ich, sollten wir uns auch mal hinstellen und um den Bogen zu schließen, zu sagen, wir müssen die Herausforderung unseres Gesundheitswesens annehmen. Das ist die Alterung. Wir alle werden in den nächsten 20 Jahren noch mal wieder 4 Jahre an durchschnittlicher Lebenserwartung zuwachsen. Oder anders gesagt, die 2 Stunden, die wir hier miteinander sitzen, haben sich alleine deswegen gelohnt, weil sich dadurch Ihre Lebenserwartung um 20 Minuten verlängert. Sie nehmen auf jeden Fall also etwas von dieser Diskussion mit nach Hause. Gut. Bleiben Sie also noch länger sitzen, dann werden Sie noch länger leben. Ne? Sehr gut, sehr aufmunternd. Also ich denke, was schon durchschwingt, ist bei allen dreien, dass in Deutschland ein wirklich gutes Gesundheitssystem derzeit vorhanden ist. Derzeit gilt, das, was nützt, was bewiesenermaßen einen Nutzen zeigt, das wird allen denen, die hier versichert sind, auch zugutekommen. Die Sache ist halt nur, wird das so bleiben? Wir haben eben schon gehört, naja, das kann sich jetzt ändern, wenn die Auftragslage zum Beispiel, wenn die Wirtschaft einfach nicht mehr so floriert, wie sie es in den letzten Jahren getan hat. Es gibt jetzt schon Hinweise, es ist ganz klar festgestellt, dass es Über- und Unter- und Fehlversorgungen gibt. Und dann nochmal diese Geschichte, mit der ich angefangen hatte, mit dem kleinen Jungen, die ist sehr speziell, das gebe ich zu. Aber was schon seit einigen Jahren, also eigentlich genauso seit mehreren Jahren, eine ähnliche Wirkung hat und ein Fakt ist, das ist zum Beispiel, das sind Medikamente gegen Krebs, eine neue Art von Medikamenten, kann man sagen, die zum Teil auch wirklich gute Erfolge zeigt, zum Teil aber auch einfach die Lebenserwartung um mehrere Monate nur verlängert. Und ich muss Ihnen einfach noch mal ein paar Zahlen nennen, weil das hat mich doch sehr beeindruckt. Und die sind jetzt nur von einer Krankenkasse in Deutschland, nämlich der Barmer GIK, weil die macht jedes Jahr so einen Report. Und die haben festgestellt, dass sie 2018 für ihre Krebspatienten ungefähr 1 Milliarde ausgegeben haben, nur für die Krebspatienten. Und sie haben festgestellt, dass 50% der Kosten, die sie an Arzneimitteln hatten, diese Krankenkasse, die eine der sehr großen Krankenkassen in Deutschland ist, die kamen 1,8% ihrer Patienten zugute. Das heißt, 50% des gesamten Budgets wird ausgegeben für 1,8% der Patienten. Das ist so ein Punkt, wo der Begriff Solidarität nochmal, finde ich, einen anderen Stellenwert bekommt, wo man auch wirklich nochmal innehalten muss und fragen muss. Und das ist eine Entwicklung, die von Jahr zu Jahr extremer wird. Also die Gruppe der Patienten, die jedes Jahr 50% aus diesem Topf da bekommen, wird immer kleiner. Die Frage ist jetzt, die ich jetzt hier in die Runde geben will, wird das unser System sprengen? Kann das einfach so weitergehen? Was wären mögliche Maßnahmen? Das wird unser System sprengen, wenn es einfach so weiterginge. Aber neben mir sitzen 2 Vertreter von Strömungen, mit deren Hilfe man nach der guten alten Regel, man macht Prognosen möglichst schlimm, damit sie nicht eintreten, bin ich sicher, werden wir Wege finden, wie wir das Problem lösen.
Ob wir den Weg der Qualis gehen müssen am Ende, das weiß ich nicht. Aber Qualitätsindikatoren bei der Bestimmung, wo ist Überversorgung, wo ist Verschwendung, sind eine wichtige Hilfe. Gestatten Sie mir nochmal Ihre drei, Sie haben drei Modelle angebracht vorhin in Ihrer Eingangsmoderation. Einmal dieses genetische Medikament für den kleinen Jungen, Zolgensma, kostet 2,1 Millionen Dollar pro Injektion. Da ist besonders problematisch, das heilt die Krankheit nicht. Wir wissen auch noch nicht, wir haben keine Studien, wie lange das dauert. Und das ist ein in meinen Augen oft unerträgliches Vorgehen der Pharmaindustrie, hier Heilsversprechen zu machen. Und natürlich jedes Elternpaar auf der Welt, das mit einem solchen Kind, das ein solches Kind hat, versucht, einen Zahlungsweg zu finden, um das zu bekommen. Wir wissen noch gar nicht, was der Outcome am Ende ist bei dieser Geschichte. Und wir wissen auch nicht, ob der Preis von 2,1 Millionen wirklich gerechtfertigt ist. Hier meines Erachtens verstößt die Pharmaindustrie gegen ethische Grundrechte, die man uns Ärzten übrigens immer vorhält, aber der Pharmaindustrie nicht. Das Zweite, was Sie genannt haben, war die Lebertherapie, das Sofosbuvir, ein Mittel, was gegen die chronische Leberentzündung C hilft. Das heilt. Und selbst da haben wir unanständige Preisforderungen. Deutschland hat das in der ersten Runde 60.000 Euro pro Therapiekorso gekostet. Die Herstellungskosten lagen bei 1.500. Das wurde alles mit Vertrieb und Forschung begründet. Das ist unanständig. Die Pharmaindustrie verstößt hier gegen Grundregeln einer ethischen Ökonomie, die wir als Ärzte beachten müssen. Und das Dritte ist das andere Problem. Und da kommen wir in der Tat auch in schwierige Probleme. Wir können durch sogenannte personalisierte Medizin immer zielgenauer, immer exakter jeden einzelnen Tumor anhand seiner genetischen Konstitution mit Medikamenten, die praktisch für nur einen Menschen, nur einen Tumor, nur in dieser Situation gültig sind, behandeln. Das sind gewaltige Kosten. Und da gleichzeitig Tumorerkrankungen zunehmen, werden wir überlegen müssen, welche Stratifizierungen wir von Erkrankungen und von Therapien einführen können, um sie uns noch leisten zu können. Zu glauben, dass jeder von uns am Ende eine genetisch auf seinen Befund zugeschnittene Therapie bekommt, halte ich für ausgesprochen problematisch. Aber, und jetzt ist wieder die Aussage von der Prognose, wir machen diese Prognosen, weil wir alle heftig daran arbeiten, das Problem, was darunter liegt, zu lösen, nämlich die Endlichkeit der Mittel. Und dazu hat Herr Kiefmann, glaube ich, etwas sehr Richtiges gesagt, sehr Wichtiges gesagt. Die Tatsache, dass wir seit 8 Jahren, ich in der seligen Situation als Präsident der Bundesärztekammer war, nicht über Kostensteigerungen oder Kostenbegrenzungen im Gesundheitswesen reden zu müssen, lag überhaupt nicht am Gesundheitswesen, sondern ausschließlich an der hervorragend laufenden Konjunktur. Die Einnahmen der Sozialversicherung waren hervorragend und deswegen gab es keine Debatte um die Ausgaben. Die wird wieder kommen. Da wird wieder die Debatte um die Einheitsversicherung, die Bürgerversicherung oder ein mehr privatwirtschaftlich organisiertes System kommen. Auch dem werden wir uns stellen müssen. Genau, das machen wir heute, um Ideen zu sammeln. Wenn wir keine Lösung finden, ist auch gut, aber wir wollen doch den Weg gehen, nochmal zu gucken, an welchen Stellschrauben kann man denn drehen. Herr Professor Kiefmann? Ja, ich würde noch gerne was zur Solidarität sagen, vielleicht ein bisschen aufdröseln. Ich meine, Krebs können wir alle kriegen. Ja, das würde auch jede Privatversicherung im Grunde genommen versichern. Ich glaube, Solidarität ist besonders dann stark, wenn wir eben Menschen unterstützen, die von Geburt an Probleme haben. Ja. Und da kommen wir auch zu dem kleinen Jungen wieder zurück. Jetzt nicht gleich zu dem konkreten Einzelfall, aber vor mehreren Jahren hat man ja bewusst gesagt, wir wollen die Forschung für die sogenannten Orphan Diseases fördern, ja, dass die Menschen, die seltene Krankheiten haben, auch erforscht werden. Jetzt hat man natürlich auch, jetzt sage ich mal, plain die Rechnungen dafür. Ja, es hat funktioniert. Ja, aber man muss natürlich auch sehr viel Geld bezahlen. Ja, denn die Pharmafirmen haben natürlich nur sehr kleine Gruppen. Sie haben gesagt, diese Krankheit kriegen nur sehr wenig und es wäre nicht erforscht worden, höchstwahrscheinlich, wenn diese Gesetze nicht so wären. Ja. Man hat wieder auf den Prüfstand stellen. Der GBA hat sich dazu geäußert und er kritisiert, dass er, solange diese Medikamente für Orphan Diseases eine Umsatzschwelle von weniger als 50 Millionen haben, dann muss er den Zusatznutzen annehmen und entsprechend hat er also eine schlechte Situation bei den Verhandlungen. Ja. Da wäre auch die Frage, will man da nicht wieder ein bisschen mehr das bewährte Amnok-Modell auch runterbrechen? Solche Fragen muss man dann stellen, denn die Preise, die fallen ja nicht vom Himmel,
sondern die werden ja ausgehandelt in unserem Gesundheitswesen. Und wenn man da was machen will, muss man natürlich die Verhandlungspositionen beeinflussen und eventuell die Kassen stärken in ihrer Verhandlungsposition. Ja. Aber Sie meinen auch, dann zum Beispiel in Verhandlungen entweder den Preis zu drücken oder zu sagen, also zurückgehen hieße ja auch, dass man diese Regelung, die man eingeführt hat, um die Entwicklung von Medikamenten gegen sehr seltene Erkrankungen, die sich ja eigentlich für die Industrie nicht lohnen, ja, um das zu forcieren, zu unterstützen, hat man gesagt, dass man eben bestimmte Regelungen, besondere Regelungen schafft. Und Sie sagten jetzt, notfalls muss man die halt wieder rückgängig machen, weil es sonst den Topf sprengt. Das sind die schwierigen ethischen Fragen an der Stelle. Wir können natürlich im Nachhinein beschweren, es ist so teuer, aber wir haben es ja bewusst attraktiv gemacht. War ja gewollt. Man kann nicht beides haben. Und entsprechend, wenn wir jetzt da wieder härter werden, ist vielleicht dann der Anreiz wieder geringer, was zu tun. Wir müssen natürlich auch alles global betrachten. Deutschland ist ein wichtiger Markt, aber der entscheidende Markt wird die USA sein, wie da die Musik spielt, weil das der größte Markt der Welt ist. Aber dennoch, diese Fragen, wir sehen den Zielkonflikt. Ja. Oh, Klarko Frank, vielleicht, wie sehen Sie das und was gäbe es für Möglichkeiten Ihrer Meinung nach? Ich halte es ehrlich gesagt für weniger dramatisch, als es sich darstellt oder häufig gemacht wird. Erlauben Sie mir aber erst noch mal eine Vorbemerkung, wirklich allgemein auch zum Solidarprinzip. Also Solidarität heißt ja genau, dass nicht die Kranken selber, ne, die Kosten dafür aufbringen müssen, sondern die Gesunden und die weniger Kranken. Insofern ist das nicht eine Schwäche des Systems, dass ganz, ganz viele für ganz wenige zum Beispiel auch nur bezahlen, sondern genau das ist ja das ist ja die geniale Idee, ne, von Solidarität. Also das an sich ist keine Schwäche. Jetzt zu dem Szenario wird das bald alles nicht mehr finanzierbar sein. Da kann ich mich auch wieder nur an das Panel vorher anschließen. Ich glaube, das war der Konsens in der Gruppe. So unterschiedlich die zum Teil auch sonst der Meinung waren, aber die großartigen Versprechen, dies ist in 5 oder 10 Jahren erreicht, das ist so nicht eingetreten. Das heißt, wir brauchen auch keine Angst vor der personalisierten Medizin haben oder der Finanzierbarkeit der personalisierten Medizin, weil da sind wir nämlich noch weit von entfernt. Ja, ich war gerade kürzlich wieder auf einer Symposium in der Onkologie. Also wir sind jetzt bestenfalls im Stadium, Monty hat den Begriff schon genannt, der Stratifizierung. Ja, dass wir also kleinere, ja, Gruppen bilden, dann wird es immer noch solche natürlich Phänomene geben wie bei den seltenen Erkrankungen, dass quasi, und das ist ja auch gedeckt durch die gesetzliche Krankenversicherung, quasi im Sinne eines Heilversuchs als letzte Chance etwas versucht wird, ja, was dann eben, eben so extrem hochpreisig ist, aber da hätte man auch in unserem System Möglichkeiten, entweder, wenn nicht durch die Preisverhandlungen oder dass man die Orphans insgesamt so privilegiert behandelt, weil die eben auch als Hintertürchen dann benutzt werden können, dass man zum Beispiel auch, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen, dass man für die Krankenkassen so einen Hochrisikopool schafft oder Ähnliches. Ne? Da gibt es auch andere Ideen zu, ja, wie man solche Hochpreisrisiken auch absichert für die Krankenkassen, wo das anfällt. Ja, im Moment wird das Geld bei denen ja durch diesen, ne, sehr in der Kritik stehenden Morbi-RSA verteilt. Da gibt es ja auch andere Ideen, wie man zum Beispiel eben solche Hochpreisrisikofälle auch abdecken könnte. Ne? Da müssen die halt einen Pool bilden. Damit nicht eine Krankenkasse zufällig dann 5 solcher Patienten hat, die ganze Last trägt. Da gibt es, Morbi-RSA ist dieses System, das geguckt wird, welche Krankenkasse hat was für einen Pool an Einzahlern quasi. Und wenn es dann sehr unterschiedlich ist, bekommt sie mehr oder weniger Geld. Wenn man viele sehr kranke Menschen hat, gibt es so eine Art Ausgleich. Aber das würde das nicht auffangen können, wenn eben eine Krankenkasse zufällig jetzt 5 oder 6 solcher Patienten hat. Aber, ganz kurz zum Morbi-RSA, der leistet da doch eine Menge, also Bluter zum Beispiel sind da drin. Wir zahlen, also wenn eine Kasse einen Bluter hat, dann kriegt sie 300.000 Euro aus dem Morbi-RSA pro Jahr. Natürlich ist der historisch begrenzt und seltene Krankheiten passen da so nicht rein und das wäre eine Herausforderung, das zu erweitern. Das haben wir heute zum Glück, Anführungszeichen, hauptsächlich sehr große Kassen, die TK kann das schultern, die Barmer auch, aber klar, es gibt auch noch ein paar kleinere und die könnten das nicht schultern, da kann man durchaus nachdenken über ein Verteilungssystem. Ja.
Aber gut, diese Gentherapien mögen jetzt noch Zukunft sein, wobei ich denke, das war jetzt schon auch der erste Schritt. Und gerade mit den neuen Möglichkeiten wie CRISPR-Cas gibt das auch nochmal dieser Gentherapie-Thematik Aufschwung. Aber was ja ein Fakt ist, sind diese Krebsmedikamente. Das ist ja schon seit Jahren so und da wird jetzt versucht, aber die zu stratifizieren. Das heißt, dass man überlegt, welchen Patienten helfen die denn wirklich? Das weiß man nämlich noch nicht. Man sieht bei manchen Patienten, wo man vorher keinerlei Chancen mehr hatte, wirklich große Erfolge, bei vielen anderen aber auch nicht. Das heißt, eigentlich muss man dann jedes Mal überlegen, gebe ich dem Patienten das oder nicht? Jetzt fängt man an zu gucken, lohnt sich das bei diesem Patienten oder erspart man ihm das und investiert man das oder tut man das nicht? Aber die Kosten sind ja jetzt schon da und ich finde die Zahlen doch sehr beeindruckend. Also was würden Sie sagen, Herr Montgomery, wie drückend ist das? Ja, das Problem, das ist teuer. Nennen Sie es von mir aus drückend. Das ist mit Sicherheit nicht auch nur annäherungsweise vergleichbar mit dem Problem Homöopathie zum Beispiel, wo ja die Frage, ob wir 20 Millionen Euro im Jahr für Homöopathie, ob man die nun ausgibt oder nicht ausgibt, kann man sagen, ist Jacke wie Hose. Das ist völlig egal für das gesamte System. Die Kosten für onkologische Krebsmedikamente, die derartig spezifisch sind, hoch. Wir werden, und das war auch Versuch meiner Aussage vorhin, nie im Leben für jeden einzelnen Menschen, jede einzelne Tumorentität einzeln so behandeln können. Aber für uns Mediziner kommt irgendwann raus, bei welchen Patienten lohnt der Einsatz. Bitte lohnt der Einsatz im medizinischen Sinne, nicht im ökonomischen. Lohnt der Einsatz, weil wir wissen heute nicht, wenn Sie einen Tumor X haben, eine Entität X haben und nur 15% sprechen darauf an. Wir wissen dann häufig nicht, wer sind die 15%. Also geben wir es 100 in der Hoffnung, dass es bei 15 hilft. Bei 85 ist eine sehr teure Therapie verschwendet. Hier müssen wir weiterkommen. Und da gibt es ganz spannende, auch wissenschaftliche Ansätze, wie man in Zukunft wirklich zielgenauer das dann einsetzen kann. Aber auch für viele Tumorentitäten wird man das wieder zurückbrechen können und sagen, jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, ein Cocktail, eine bestimmte Mischung von Medikamenten hat genau die gleiche Wirkung dann und wir können einen Großteil der Patienten mit dieser Tumorentität damit behandeln. Das war jetzt sehr laienhaft erklärt, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele Ärzte hier im Auditorium sind. Aber mit diesen Methoden müssen wir kommen, das Problem einzugrenzen. Und da müssen wir ein bisschen zusammenarbeiten, alle zusammen auch mit der Wissenschaft und auch mit der Politik. Und ich würde gerne, wo jetzt hier der Morbi-RSA angesprochen war, noch einen weiteren Gedanken reinbringen. Es gibt kaum ein Land, das so wenig Geld in Grundlagenforschung und in medizinische Forschung aus staatlichen Quellen investiert wie Deutschland. Und einen solchen Risikopool, warum muss man den nur innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung machen? Warum sagt man nicht auch, für bestimmte zu definierende extreme Situationen muss auch der Staat in diesen Risikopool mit etwas reintun? Weil hier handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zum Beispiel das Überleben eines Kindes mit einer ansonsten in Fausten nach 2 Jahren unweigerlich zum Tod führenden Muskelschwunderkrankung zu behandeln. Kann das überhaupt noch von der Solidargemeinschaft gewältigt werden oder muss da nicht auch der Staat mit eingreifen? Das sind Fragen, die wir in Zukunft auch werden bewegen müssen und wo wir uns auch von grundlegenden, sehr liebgewordenen Modellen trennen müssen. Ich persönlich habe immer den Versuch, den Staat rauszuhalten, wo es nur irgend geht, weil Staat will leider auch immer mitsprechen. Der gibt ja nicht nur Geld, sondern der will auch sagen, wofür. Ja. Deswegen habe ich ihn lieber raus. Trotzdem bin ich nicht sicher, dass wir diese Probleme bewältigen werden, ohne ihm hier auch bestimmte Kosten abzuverlangen und damit auch Mitspracherecht einzuräumen. Und ein bisschen tut er das auch schon, denn ich will jetzt mal Frau Klacko-Frank ein bisschen ärgern. Wir kennen uns so lange, da haben Sie ja gemerkt, als sie Monti gesagt hat eben. Wir kennen uns so lange, dass ich sagen kann, ein bisschen macht der Staat das ja auch, weil der GBA, also der gemeinsame Bundesausschuss und IQIC und IQTIC haben ja ganz enge gesetzliche Leitplanken rechts und links, innerhalb derer sie nur handeln dürfen. Das heißt, der Staat macht hier etwas Wunderbares. Er erweckt uns den Eindruck, wir dürften selbst verwalten. In Wirklichkeit hängt darüber eine Guillotine eines Staatskommissars. Und in der Sekunde, wo wir es nicht vernünftig machen, also im Sinne des Staates, greift der ein. Also wir sind da eigentlich auf einem viel besseren Weg schon, als viele wissen. Aber Bürokratie haben wir viel in diesem Verfahren. Der gemeinsame Bundesausschuss, ja, ist nicht immer das Schlechte, aber wenn man für eine einfache Entscheidung, ob es nur eine Protonentherapie geben soll oder nicht, 8 Jahre braucht,
dann ist das ein bisschen lang für die Patienten, die darauf warten. Professor Kiefmann, Sie wollten noch was sagen, ne? Ja, zur Staatsfinanzierung. Wir haben ja jetzt nicht, wir haben ja einen Zuschuss von ca. 14 Milliarden Euro seit ein paar Jahren. Der wurde jetzt nicht erhöht in den letzten Jahren, wahrscheinlich deshalb, weil die Beitragssätze so konstant waren. Natürlich ist das auch eine Drehschraube, ja, dass man das Gesundheitssystem etwas stützt. Wir haben ja die Situation, dass nicht alle in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, zum Beispiel, dass Hochverdiener teilweise in der Privatkrankenversicherung sind. Und so wird auch vielleicht gesamt das System solidarischer finanziert. Das ist durchaus eine Option, und die man auch noch weiter ausbauen könnte. Frau Klagow-Frank? Ja, Monty, ich gebe dir recht, dass es sehr enge staatliche, ne, und immer enger werdende staatliche Umgrenzungen und Rahmenbedingungen für die Ausübung der Selbstverwaltung gibt. Das stimmt in der Tat. Die Frage, ob es dann wirklich so gut ist, ich gebe dir auch recht, was deine Kritik an der Langwierigkeit und Bürokratie zum Teil der Entscheidungsprozesse im gemeinsamen Bundesausschuss anbelangt. 8 Jahre Entscheidungszeit für die Protonentherapie war in der Tat, muss man sagen, kann man gar nicht beschönigen, das war einfach nur peinlich. Da hat der Minister ja jetzt auch, ne, interveniert und, ne, quasi Ersatzvornahmemöglichkeiten, ne, für das Bundesministerium für Gesundheit geschaffen, wenn solche Bewertungsprozesse eben zu lange dauern. Wir haben aber, und jetzt mache ich doch wieder ein bisschen Werbung für das Selbstverwaltungsprinzip, was sich die Selbstverwaltung nicht alleine ausgedacht hat. Das kam tatsächlich auch von der Politik, muss man anerkennend sagen. Ich denke, mit dem AMNOG doch ein Erfolgsmodell. Die frühe Nutzenbewertung von Arzneimittelinnovationen funktioniert sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch sehr, sehr zügig. Also da haben wir ein Best-Practice-Beispiel, wie gemeinsame Selbstverwaltung sehr zügig, gemessen am Patientennutzen, neue Arzneimittel in den Katalog aufnimmt oder eben den Nutzen bewertet und anschließend dann die Preisverhandlungen stattfinden. Und das hat uns bis jetzt eine Finanzierbarkeit, ne, des Systems entscheidend auch mit ermöglicht. Vielleicht noch. Ich möchte einmal kurz, ich glaube, wir sollten einmal, nee, machen Sie ruhig, nur einen Satz sagen, was das AMNOG ist, falls das nicht überall bekannt ist. Das wurde vor knapp, ich glaube 2012, genau, eingeführt. Das war ein neues Gesetz, um neue Arzneimittel, bevor sie dann durch die gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, einer frühen Nutzenbewertung zu unterziehen, also zu schauen, bringt es für die Patientenversorgung tatsächlich etwas auf Basis geeigneter Studien. Zum Beispiel verlängert sich die Überlebenszeit für Krebspatienten durch so ein neues, hochpreisiges, ja, Medikament, oder wird die Lebensqualität der Patienten besser? Und das ist damals neu eingeführt worden. Genau, nur das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ich möchte jetzt nochmal einen Begriff aufgreifen, den Sie vorhin genannt haben, der auch in Ihrem Vortrag kam, das ist der ökonomische Druck. Ich gehe als Wissenschaftsjournalistin öfter auf Pressekonferenzen, die von Ärzten gehalten werden, und auch da ist das, also auf jeder zweiten Pressekonferenz, ein großes Thema, der ökonomische Druck, dem Ärzte oder auch Pflegefachkräfte ausgesetzt sind und der inzwischen auch, und das sagen viele Ärzte auch offen jetzt inzwischen, ich sage auch Organisationen inzwischen offen, der dazu führt, dass Patienten manchmal anders behandelt werden, als wenn man rein nach medizinischen Kriterien behandeln würde. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat das Problem als so gravierend erkannt, dass sie einen Kodex geschrieben hat, einen Klinikkodex, also ein Brief ist das im Grunde genommen, der sich an Klinikärzte richtet und wo einfach nochmal, also festgehalten wird, dass Ärzte sagen, ich handle in erster Linie so, dass es nach medizinischen Richtlinien das Beste ist. Ich spreche dann nachher auch und ich bedenke auch die ökonomischen Konsequenzen, aber das Wichtigste ist für mich das Wohl des Patienten. Also das wurde festgehalten, weil man sagt, dass inzwischen gerade in Krankenhäusern, aber auch in Praxen der Druck so groß ist, dass eben manchmal der Patient einen Tag länger an der Beatmungsmaschine bleibt, weil das wird besser abgerechnet und einfacher abgerechnet, als wenn man jetzt noch einen Physiotherapeuten bräuchte, der sich um den Patienten kümmert, wenn er nicht mehr an der Beatmungsmaschine hängt. Oder auch andere Sachen. Oder auch ausführliche Gespräche, um mit dem Patienten abzuwägen, machen wir die Chemotherapie oder machen wir sie nicht? Wo mir Ärzte gesagt haben, kann ich mir eigentlich gar nicht leisten, wir machen die, weil dieses Hin und Her dauert zu lange, wird nicht richtig honoriert.
dass der ökonomische Druck inzwischen in Deutschland, was ja wie gesagt noch ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem ist, dass der solche Formen angenommen hat. Wie kann das sein und was kann man dagegen tun? Wer möchte? Ja, wir haben ja ein neues Krankenhausvergütungssystem eingeführt. Ab 2005 ist es scharfgestellt worden, das DRG-System, das Diagnostic Related Group System. Und das hat man aus dem Ausland übernommen. Man hat es aber in Deutschland ziemlich radikal gestaltet. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Wir bezahlen ein Krankenhaus aufgrund der Fallschwere, die es hat. Ja, das ist eine ganz vernünftige Idee. Aber wir haben es ziemlich scharf gestellt und wir haben insbesondere diese Gruppen, das haben Sie ja auch erwähnt, Beatmungszeit sehr stark nach Prozeduren auch differenziert. Und dann gibt es natürlich die Anreize, die Prozeduren zu erhöhen. Und wenn dann noch wirtschaftlicher Druck aus Gewinnerzielungsmotiven oder so von oben kommt, dann kann man auch eine Menge ausreizen, ja, da wo mehr zu machen ist. Und das hat das Krankenhausalltag verschärft, ja. Es gibt nicht das Wundervergütungssystem der Welt, aber andere Länder haben auch DRG-Systeme, aber sie haben sie nicht so scharf gestellt wie in Deutschland. Ja. Zum Beispiel Norwegen, die sagen, wir machen nur die Hälfte der Einnahmen gehen für DRGs drauf. Sonst kriegen die Krankenhäuser eine Grundvergütung. Ja. Da ist schon mal nicht so ein Riesendruck, Dampf dahinter wie in Deutschland. Und wir beobachten ja auch, dass unser System so aktiv ist. Also wenn man die Länder vergleicht, wir sind fast immer vorne mit dabei, Anzahl an OPs. Also das äußert sich auch natürlich durch das System, vielleicht auch durch Patientenerwartungen oder gemeinsam getrieben. Aber ich glaube, wir sind hier auf keinen guten Weg. Ja? Ich glaube, wir diskutieren immer durcheinander auf verschiedenen Ebenen. Für mich ist zentral, die Ebene der Ökonomie ist absolut wichtig im Krankenhaus. Nichts ist unsozialer, als den Menschen sozial in einer Versicherung abgepresstes Geld zu verschwenden. Deswegen müssen wir uns alle an Ökonomie halten. Wir müssen ökonomische Prozesse einhalten im Krankenhaus. Dieses Platte, der böse Ökonom oder die böse Ökonomie im Krankenhaus, das ist zu kurz gedacht. Wir haben als Ärzte eine Verpflichtung und auch als Pflegende alle, vernünftig mit den doch knapper werdenden Ressourcen im Gesundheitswesen umzugehen. Das ist das eine. Aber darunter liegt häufig, und Herr Kniffmann hat es sehr gut dargestellt, am DRG-System, das mal entwickelt worden ist in Australien, um in einem budgetierten System innerhalb eines Krankenhauses die Verteilung der Gelder vorzunehmen und nicht um alle Leistungen nach Fallschwere zu vergüten. Und in Australien werden 50% der Leistungen damit abgegolten und nicht 100% wie bei uns. Wir Preußen mit unserem verrückten Ansatz, alles zu 100% zu machen und jetzt sogar noch die Psychiatrie damit reinnehmen zu wollen, das ist absurd. Aber das ist nur ein gutes System, eigentlich falsch gemacht bei uns. Das ist das Problem. Wo wir als Ärzte den Druck empfinden, das liegt aber daran, dass der Arzt das Gefühl hat, der Verwaltungsdirektor sagt ihm, du musst jetzt noch, was weiß ich, 30 Endoprothesen machen, weil wenn du die nicht machst, dann geht uns da irgendwie eine Summe weg. Oder aber du musst den Patienten halt 3 Tage länger am Respirator lassen, dann kriegen wir die längere Beatmungspauschale und nicht die kürzere. Und da fühlen sich Ärzte in ihrer Entscheidung gegenüber dem Patienten nicht richtig wahrgenommen und fühlen sich unter Druck. Daher kommt der Begriff des ökonomischen Drucks. Und da müssen wir ihnen in der Tat mehr helfen, weil da ist das Grunddilemma zwischen dem Ökonomen, der seine Zahlen sieht, der seine 100%-Ansatz sieht, der auch die Frage der Sinnhaftigkeit mancher Sachen sieht und der Arzt, der nur seinen Patienten sieht und der sagt, ich muss das jetzt hier für diesen Patienten so oder so machen. Und das ist ein Konflikt, den versuchen wir alleine auch schon dadurch mal aufzulösen, dass wir Ärzten versuchen, ökonomisches Denken beizubringen. Denn wir müssen mal miteinander unsere Sprache verstehen. Der Ökonom versteht oft den Arzt nicht, wenn der mit seinen komischen medizinischen Argumenten kommt. Und der Arzt ist beleidigt, wenn der Ökonom sagt, das geht jetzt aber nicht, du musst noch 100 hiervon machen, sonst geht uns der ganze Budget kaputt. Das müssen wir miteinander lernen und miteinander kommunizieren. Wir haben da übrigens in den vielen Verbänden, in denen ich ja mal war, was Sie alles vorgelesen haben, oder Gott sei Dank glaube ich nicht, haben wir versucht, durch sprachbildende Kurse für Ärzte das anzubieten, damit Ärzte überhaupt mal einen Ökonomen verstehen. Denn was die erzählen, ist manchmal für mich böhmische Dörfer, nicht mehr. Habe ich was gelernt inzwischen. Aber da müssen wir sprachbildend wirken. Ich wage jetzt nicht vorzuschlagen, dass auch die Ökonomen mal ein bisschen was von der Medizin verstehen. Dann können sie ja gleich Medizin studieren.
dann wären Sie wahrscheinlich keine Ökonomen mehr. Das, weil der, dann haben Sie nämlich einen spannenden Beruf. Aber das ist jetzt, entschuldigen Sie. Wollten Sie auch noch was dazu? Sonst? Ja, zum Stichwort DRG-System. Okay. Nur, dass nicht der falsche Eindruck jetzt entsteht, dass vorher alles besser war. Ne? Ja, also, die tagesgleichen Pflegesätze hatten einen anderen Fehlanreiz, dass die Patienten nämlich viel zu lange, ne? Also als ich noch angefangen habe als Gynäkologin, hat man nach einer Gebärmutterentfernung mindestens 3 Wochen stationär verbringen müssen, ja? Bevor man dann endlich entlassen werden durfte. Insofern gibt es auch erwünschte Effekte von DRG-Systemen. Die stationären Verweildauern sind tatsächlich runtergegangen und jetzt auch stabil. Da scheint also das tatsächlich auch medizinisch Notwendige zu sein, wo sich das eingependelt hat. Aber im Gegenzug dazu sind die Fallzahlen auch hochgegangen. Und das liegt zum einen, wie ich glaube, wie auch Sie dargestellt haben, man hätte das DRG-System nicht zu 100% in ein nicht budgetiertes System entlassen sollen. In anderen Ländern, Gesundheitssystemen, wird es anders eingesetzt. Diese Fehlentwicklung für Deutschland war eigentlich so gesehen vorprogrammiert. Es gibt aber noch einen anderen Treiber, warum jetzt insbesondere die Krankenhäuser und auch das Management nach meiner Beobachtung eben erlösgetrieben gucken, ne, auf ihren Case-Mix und so weiter und so fort, dass eben die immer stärker rückläufige Investitionskostenfinanzierung durch die Länder, ne, dadurch kompensiert wird. Das ist nochmal eine gigantische Stellschraube, an der man drehen müsste. Die Länder haben eine Verantwortung für die Daseinsvorsorge, für die stationäre Daseinsvorsorge, der kommen sie finanziell nicht nach. Und die Krankenhäuser weichen dann eben, ne, in die Produktion oder Überproduktion, wenn ich das jetzt extra mal so nennen darf, von Fällen aus. Ne? Also da ist am ordnungspolitischen Rahmen auch ziemlich viel noch. Ja. Könnte man ändern, wenn man wollte. Ja, wäre ja schön, wenn es zu ändern wäre, zumal wenn jetzt schon die Ärzte sich dagegen wehren. Und dann kann man sich ja nur vorstellen, wie Patienten das empfinden, wenn sie das Gefühl haben, ich kriege das jetzt hier verordnet, eigentlich nur dieses MRT, damit das nochmal abgerechnet werden kann. Das möchte ja auch kein Patient, egal ob er jetzt in die Krankenkasse einzahlt oder nicht. Ich möchte, bevor wir das freigeben für Sie, Sie kommen auf jeden Fall noch dran, nur einmal kurz noch, weil ich es für einen wichtigen Punkt halte, die Prävention ansprechen. Welche Rolle, ich habe eine Studie gefunden, die sagte, wenn wir es schaffen, durch Prävention jeden in diesem Land ein Jahr ja quasi jünger zu machen, also dass wir die Alterskurve, die wir haben für Deutschland, so ein Jahr zur Seite schieben könnten, zurückschieben könnten und wir alle ein Jahr länger gesund sind, dann würden wir 10 Milliarden einsparen und uns ganz viele Probleme irgendwie vom Hals schaffen. Ist eine tolle Sache, hört sich super an. Das Prinzip Prävention, steckt da viel drin, um einzusparen? Diese Idee, dass wir länger gesund bleiben, ist ja schön, aber was ist da wirklich möglich? Was ist da auch übertriebene Hoffnung? Herr Kiefmann? Ja, Prävention ist natürlich eine tolle Idee, aber die guten Präventionsprogramme liegen nicht frei hier rum. Also es gibt immer wieder gute Ideen, aber die müssen, wenn man sie evaluiert, zeigt sie eben immer ein heterogenes Bild. Manche funktionieren gut. Wenn ich jetzt an Screening denke, manche haben kritische Aspekte, dass man in Falsch-Positiv-Befunde hineinkommt. Also es gibt gute Präventionsprogramme, aber sie liegen nicht auf der Straße. Sie müssen entwickelt werden, sie müssen evaluiert werden. Da kann man was machen, aber es ist nicht jetzt der Wundertopf, den man einfach anzapfen kann. Ich glaube, selbst wenn wir mehr gute Präventionsprogramme hätten und die gesetzlichen Krankenkassen sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, ganz viel dazu investieren und es hat irgendwie überhaupt keinen, ich beobachte es jedenfalls nicht, also offensichtlich keiner, hat keinen Effekt. Ja. Das liegt dann eben auch an den Rahmenbedingungen, wenn man das nicht also in die Lebenswelten hineinbringt, in die Kita, am besten aber in die Familien selber, dass man sich gesund ernähren muss, ja, dann wird auch das beste Präventionsprogramm nichts nutzen. Und es in die Lebenswelt hineinzubringen, ich glaube, da ist die wichtigste Investition für die Gesundheitsförderung und für die Gesundheit aller tatsächlich die Investition in Bildung. Ja, das ist für mich der wesentlichste Präventionsfaktor, der komplett vernachlässigt wird. Absolute Unterstützung. Die Prävention
Wir denken immer nur den medizinischen Teil der Prävention. Der wichtigste wäre in meinen Augen, der ganz früh anfängt bei den Eltern, in den Kindertagesstätten, bei den Lehrern, weil das Role Model, das Vorbild, was wir in Deutschland oft nicht haben, das fehlt hier total. Das hat gar nichts mit Ärzten zu tun. Und ich wehre mich immer dagegen, dass wir Ärzte uns diesen Schuh anziehen. Hier können wir auch durch medizinische Prävention überhaupt nichts verändern. Meine Damen und Herren, es ist eine Schande, dass in diesem Staat noch immer ein Kind, das heute in das unterste 10% der Bevölkerung geboren wird, eine um 10 Jahre kürzere Lebenserwartung hat, als eines, das in dieses oberste 10% geboren wird. Also Billstedt gegen Horn, 10 Jahre weniger. Das ist etwas, was wir eigentlich in einem so reichen Staat wie Deutschland nicht mehr ertragen dürften. Was medizinische Prävention angeht, gibt es eine ganz einfache Regel. Und da kommen uns wieder die Ökonomen zu Hilfe oder zu quer, wie immer Sie das sehen wollen. Der Return on Investment ist ganz schwer nachzuweisen. Wenn Sie heute viel Geld in Prävention, in medizinische Prävention investieren, werden Sie vielleicht in 20 oder 30 Jahren einen Return sehen durch längere Lebenserwartung, die dann hoffentlich auch gesünder. Sie haben ja gesprochen, die Kurve, ich würde sie nach rechts verschieben, dass Sie also später anfangen, in die Krankheitsphase zu kommen. Aber das kann bis heute keiner beweisen. Das dauert 20 bis 30 Jahre. Und leider sind unsere Finanzierungssysteme nicht darauf ausgelegt, heute eine Investition zu tun, die vielleicht 2, 3 Generationen später dann zu einem Effekt führt. Ich möchte nur anmerken, dass jetzt gerade die neue Leitlinie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Adipositas erschienen ist. Und da wird ganz klar festgehalten, das ist gar nicht lösbar auf der Ebene des individuellen Kindes oder der individuellen Familie, sondern hier muss auch gesellschaftlich sich was verändern. Also hier müssen die Bedingungen auch verändert werden. Also zum Beispiel, dass Softdrinks nicht mehr so viel Zucker enthalten. Also dass man die Umwelt quasi entsprechend auch oder verändert. Oder dass in Hamburger Schulen auch mal wieder die 3. und 4. Sportstunde eingeführt wird. Ja, dass oder am Wasserspiel. Senat aus Spargründen, die den Schulunterricht im Sport streicht oder kürzt. In England gehen die Kinder jeden Nachmittag zwei Stunden auf den Fußballplatz oder machen irgendeine andere Form von Sport. Also Bewegung. Es geht nicht nur ums Reinstopfen, auch ums Verbrennen. So, jetzt haben wir Ihnen ganz viele verschiedene Punkte andiskutiert für Sie. Was bewegt Sie? Jetzt können Sie Fragen stellen, Bemerkungen. Ich glaube, Sie bekommen dann Mikros. Kommen Sie? Danke. Helga Rübs am Wuppertal. Ich möchte noch mal auf die Preise zu sprechen kommen, Herr Montgomery. Sie sagten ja, dass man der Industrie vorwerfen muss, viel zu hohe Preise bei Einführung eines Medikaments zu verlangen. Und Sie nannten die Beispiele Hepatitis C. Da ist ja klar, man kann eine echte Heilung bei 95% der Menschen erzielen. Und da wurde mal der Vergleich gebracht, naja, es ist ja ein Unterschied, ob ich ein Haus kaufe oder eben monatlich meine Miete zahle. Und wenn ich weiß, dass zu 95% eine Heilung erreicht wird, glaube ich, kann man auch dafür einen höheren Preis nehmen. Das andere Beispiel, was Sie brachten, die Gentherapie mit diesem Kind, da bin ich voll bei Ihnen, da wissen wir noch nicht, ob die 2 Millionen wirklich auch gerechtfertigt sind. Und da werden ja inzwischen auch Modelle diskutiert, wo man sagt, okay, dann kriegt die Firma eben die 2 Millionen nicht gleich auf die Hand nach der Infusion, sondern es werden vielleicht erstmal nur 400 bezahlt. Das Kind wird beobachtet. Und wenn sich wirklich der langfristige Erfolg so herausstellt, dann kann man auch deutlich mehr bezahlen, weil alternativ würde ja auch die Versorgung eines solchen Kindes und die ärztliche Betreuung eines solchen Kindes sicherlich sehr viel Geld kosten. Also ich denke, man kann da verschiedene Modelle entwickeln, wie man sowas abwickelt. Ich möchte aber, wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass keine Antibiotika mehr erforscht werden, davor warnen, von vornherein irgendeinen Preis festzusetzen. Denn irgendwie muss der Spaß noch daran bleiben, was Neues zu machen und wirklich diesen sehr schwierigen Weg, wo man von 10 Versuchen 9-mal scheitert zu gehen, um ein Medikament im Markt zu bringen. Das wäre nur mein Plädoyer. Also ich finde es sehr interessant, Ihr Vergleich mit dem Haus, weil Sie in einem solidarischen System sagen, die Ersparnisse, die die Solidargemeinschaft hat, die könnten Sie doch auch der Pharmaindustrie geben. Das ist doch eine völlig absurde Logik. Entschuldigen Sie, die Tatsache, dass wir Geld sparen, mit so viel, wie es wird, langfristig, ich bin ja bereit, Ihnen Ihre Research- und Investmentkosten und zum Teil Ihre Marketingkosten zu ersetzen. Aber dass Sie sagen, weil die Gesellschaft durch das Medikament spart, weil die Behandlung der Menschen durch Lebertransplantationen und Ähnliches ja viel teurer gewesen wäre,
ist für Sie ein Grund, das der Pharmaindustrie zu geben? Das Argument kann ich nicht akzeptieren. In einem solidarischen System. Wenn ich die Möglichkeit hatte, mir auszusuchen, ob ich eine Leberentzündung habe, und wenn ich die Möglichkeit hatte, mir auszusuchen, ob ich Mercedes fahren will oder VW, dann hätten Sie recht. Aber in einem solidarisch finanzierten System belegt das geradezu, wie unsolidarisch sich die Pharmaindustrie verhält. Und da würde ich gerne auch mal auf den Unterschied zwischen den Verpflichtungen, den man uns Ärzten und anderen Leistungserbringern oktroyiert und dem, was da die Pharmaindustrie machen muss, sagen. Und das andere Modell, was sie ja fast von Novartis ja propagiert, dass man also das Erfolgsmodell sozusagen macht, dass man Zolgensma, so heißt ja dieses Medikament, für 400.000 Euro am Anfang gibt und dann misst nach einigen Jahren, ob da ein Erfolg eingetreten ist, um dann erst die Restsumme auszulösen. Das ist für ausgesprochen problematisch, weil wir bis heute keine vernünftigen Kriterien und Indikatoren haben. Bei einem noch in der Forschung befindlichen Medikament, das ist noch gar nicht in Deutschland zugelassen, um sagen zu können, wie bemessen Sie denn hinterher den Erfolg? Was ist der Erfolg? Lebenslang? 10 Jahre? 5 Jahre? Kann den Kopf gerade halten oder der Kopf fällt weiter runter? Das sind doch alles Indikatoren, die nicht sind. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, unsere Sorge, unsere Angst vor der Pharmaindustrie und ihren immer noch erheblichen Gewinnen ist eines der zentralen Probleme bei dem Pricing im Gesundheitssystem. Vor 40 Jahren haben wir doppelt so viel für ärztliche Versorgung ausgegeben wie für Pharma. Heute geben wir mehr als 30% mehr für Pharma aus als für Ärzte. Das zeigt eigentlich, wie sich das zum Unguten verändert hat. Wollen Sie noch mal einmal? Sie können, nee, da die Dame ist da. Ja, also ganz das möchte ich es nicht stehen lassen. Man muss ja immer einrechnen, dass das Geld, was die Pharmaindustrie braucht, auch natürlich eingesetzt werden muss, um die neuen Medikamente zu machen. Und da hat man eben 9-mal einen Fehlschlag und nur einmal kommt man in den Markt. Und das heißt, sie müssen für alles das bezahlen. Natürlich könnte ich sagen, wenn ich jetzt 800 Millionen investiert habe für ein neues Medikament und ich komme in den Markt, dann lieber Staat, gib mir doch die 800 wieder, dann kann das Medikament 20 Euro kosten. Aber das tut ja keiner. Und ich glaube, solange man der Industrie diese Anreize völlig wegnehmen würde, das ist ja nur, wovor ich warnen will, ob man dann sagt, bei diesem Kind, 10 Jahre reichen mir, wo es dem Kind besser geht, zumindest stirbt es nicht im Alter von 3 Jahren. Das kann man ja alles festlegen, von vornherein. Was wären meine Kriterien, wann ich der Industrie wieder was zahlen soll? Das lässt sich ja besprechen. Aber ich warne davor oder möchte davor warnen, dass man zu rigoros dran geht, denn es ist ein schwieriger und gefährlicher Weg, also gefährlich im Sinne von wenig Erfolgsversprechen, ein neues Medikament zu machen. Und wenn Sie da den Anreiz wegnehmen, fürchte ich, dass viele Dinge nicht mehr erforscht werden. Wir haben es gehabt, die Orphan Diseases, ja, die sind erforscht worden, weil plötzlich ein Anreiz da war. So einfach ist das manchmal. Entschuldigung, auch da muss man was sagen. Aber nur kurz, weil da möchte ich... Der Begriff der Orphan Disease ist ja missbraucht worden. Weil heute werden sehr viele Medikamente mit einer winzigen Indikation als Orphan Disease zu hochpreisig in den Markt gedrückt, um dann hinterher die Indikationen zu erweitern, weil eigentlich diese Medikamente für ganz andere Dinge entwickelt werden. Ich hätte Lust, mit Ihnen mal richtig über die Pharmaindustrie zu streiten. Genau. Weil da müssen wir mal wirklich ran, auch an die Preisgestaltung. Jetzt gehen wir wieder ins Publikum. Könnten Sie dem Herrn dort bitte das Mikrofon geben? Sie haben am Ende über Prävention gesprochen. Und speziell Sie, Herr Montgomery, hatten Schulsport angesprochen. Ich habe auf meine alten Tage im vorigen Winter, bin ich Mitglied geworden in so einem Fitnessclub. Habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass ich als Universitätsmitglied 10% Rabatt kriege. Bei genauerem Hinsehen habe ich herausgefunden, dass kaum einer der vielen Leute, die sich da abgetobt haben, die relativ hohen Kosten bezahlt haben. Das haben die Arbeitgeber bezahlt. Das scheint also sehr weit verbreitet zu sein. Und die Verbreitung dieser Fitnessclubs, die wird auch immer größer. Was mich jetzt interessieren würde, ist, gibt es irgendwie einen Versuch zu messen, das zu verfolgen, ob das irgendwie der Volksgesundheit nutzt? Ich meine, die Arbeitgeber geben ja offenbar viel Geld dafür aus, weil sie hoffen, ihre Mitarbeiter bleiben dadurch länger gesund, melden sich weniger krank. Aber wird das irgendwann mal gemessen? Das würde mich sehr interessieren. Also was ich so sehe, wann auch immer ich eine Studie sehe, über die ich berichten soll, wo irgendetwas wirklich wirkt und gut tut, dann ist es Bewegung. Aber ich bin gar nicht die Expertin hier. Also wenn einer von Ihnen... Also das war seinerzeit auch mit drin, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre jetzt genau her, vor 5 Jahren in dem Präventionspaket auch, dass es da so einen Schub auch für die betriebliche Gesundheitsförderung gegeben hat.
Und ich meine auch, dass es eine gesetzliche Vorschrift gibt, so etwas zu evaluieren. Also da muss man mal die Augen aufhalten. Ja. Aber das wäre für mich schon tatsächlich ein eher zielführender Ansatz, weil das weil es mehr an den Wurzeln auch angreift, ja, als eben dann medizinische Sekundär- oder Tertiärprävention. Ja. Also das geht dann tatsächlich in Richtung Lebenswelten. Also dass da betriebliche Gesundheitsförderung auf diesem Wege so stattfindet, ist an sich gut. Bleiben Sie dabei. Sie hatten auch eine, könnten Sie bitte das Mikro zu dem Herrn dort bringen? Ich habe ja eine Frage an die Kliniker. Ich bin also Lebensmittelchemiker und kenne mich ein bisschen mit Lebensmitteln aus und mit der Lebensmittelsicherheit. Und da wurde mir von einigen Krankenhäusern berichtet, dass die mehr oder weniger gezwungen werden, möglichst billige Lebensmittel einzukaufen. Das heißt, konkret gesprochen, die großen Lebensmittelfirmen, die liefern an die Krankenhäuser die Lebensmittel, die sie nicht mehr so gerne an Aldi und Lidl liefern, weil die haben eine sehr gute Lebensmittelqualitätskontrolle und die Krankenhäuser haben keine. Können Sie das bestätigen? Man liest ja immer wieder Skandale über Lebensmittelprobleme in dem einen oder anderen Krankenhaus. Wenn dem so ist, dann wäre es ganz dringend erforderlich, dass auch im Gesundheitssystem eine vernünftige und effektive Lebensmittelkontrolle eingeführt wird. Ich bin ja schon lange pensioniert, aber als ich noch aktiv war, wusste ich auch, dass die Lebensmittelqualitätskontrolle in den Krankenhäusern entweder gar nicht vorhanden war oder schlecht war. Das könnte natürlich auch mit dem Preisdruck zusammenhängen. Denn die Krankenhäuser versuchen natürlich also, möglichst günstig und billige Lebensmittel zu bekommen, weil eben da auch ein bestimmter gedeckelter Betrag da ist, wie viel denn an Kosten für Versorgung der Kranken auszugeben ist oder sei. Mir sind keine Untersuchungen darüber bekannt. Ich gehe sporadisch in der Kantine essen. Wir kriegen ja dasselbe Essen wie die Patienten. Und das ist gar nicht so schlecht. Aber welcher Kostendruck da ist, ob das allerdings unser Gesundheitssystem vor seinen Finanzierungsproblemen retten wird, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem, Sie haben recht, wir gucken mal nach. Da vorne die Dame, könnten Sie ihr das Mikro bringen? Ja, mein Name ist Berenja Bultel, ich bin SLDP-Parteivorsitzende. Ich möchte auf einen Punkt jetzt auch sprechen. Also die Krankenkasse, die Pharmakonzerne, die schöpfen Milliardengewinne. Und diese Milliardengewinne aber kommen nicht jetzt zu Patientenschutz oder zu Gesundheitsprävention oder Ökologie oder Investitionen im Gesundheitssystem zugute, sondern eher, also man hat tatsächlich den Eindruck, also die Pharmakonzerne und die Krankenkasse also schöpfen Gewinn, verfolgen also Kapitalisierungszwecke, aber die Patienten also haben davon keinen Vorteil. Also es wäre ja schön zum Beispiel, weil ich denke auch, wenn arme oder mittelständische Familien zum Beispiel chronische Mitglieder haben, dass zum Beispiel eine vollständige Erstattung der Medikamentenkosten also vom Staat übernommen wird. Und das passiert jetzt auch nicht. Und über die Qualität der Krankenhäuser, also wir reden natürlich, wir hören da, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt zu wenig Krankenschwester, Krankenpfleger. Aber wenn man vergleicht tatsächlich die Löhne, auch was ein Chirurg verdient, also 30.000 Euro im Monat, und was eine Krankenschwester verdient, 2.000 Euro brutto, das heißt, die Löhne sind so unattraktiv für die Fachkräfte im Gesundheitspersonalwesen, sodass es auch keinen Anlass gibt, also dass die Menschen auch natürlich eine Beschäftigung da in der Gesundheitsbranche finden. Also, und was ich kritisieren möchte, ist die zunehmende, die Krankenhäuser werden auch belastet in der Zukunft. Wir haben natürlich eine Alterungsbevölkerungsprozess, und das heißt, wir werden auch zunehmend auch mehr Krankenhäuser auch bauen müssen, mehr Fachkräfte im Bereich Gesundheit und Personal auch anstellen müssen. Und vor allem die Qualität, also das heißt, auch die Patientinnen und Patienten sozusagen wollen nicht wie eine zu untersuchende, verwissenschaftliche Objekt betrachtet werden, sondern eher wie ein vollständiger Mensch. Und was ich kritisiere, ist diese mangelnde Humanisierung im Bereich Krankenhaus in Deutschland. Wenn man vergleicht auch in Frankreich und andere Länder,
Ich denke, dass die humanistische und die Humanisierung der Krankenhäuser ist weniger defizitär als in Deutschland. Und da sehe ich eher jetzt auch viel Handlungsbedarf, auch sowohl sozusagen, dass die Pharmakonzerne und Krankenkasse auch keine Kapitalisierungszwecke ausschließlich verfolgen, sondern dass wir mehr investieren in Gesundheitsprävention, wie gesagt, und in Medizinforschung, in Erkrankungsaufklärung, und da ist natürlich viel Handlungsbedarf. Und da würde ich gerne auch von euch vier, ja, Sie auch, Ihre Meinung also wissen. Dankeschön. Das war jetzt ein großes Paket, was Sie da präsentiert haben. Ich würde sagen, weil wir das Pharma-Thema schon eben schon mal hatten und auch wirklich zwei verschiedene Positionen dazu hatten, vielleicht kann man danach noch mal eine kleine Runde machen, dass wir das jetzt mal ausklammern, weil das auch sehr weit führt. Ich würde gerne einen Punkt herausgreifen, damit gleich auch noch der eine oder andere dazukommt. Sie sprachen die Krankenhäuser an. Und da ist es so, dass eigentlich in Deutschland immer wieder gesagt wird, Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern, und ich denke auch im Vergleich zu Frankreich, die meisten Krankenhausbetten pro Bevölkerung. Und dass eigentlich gesagt wird, dass wir uns da an den europäischen Maßstab anpassen sollten und Krankenhäuser, also weniger Betten haben, de facto weniger Krankenhäuser. Die Überlegung ist, ob man nicht weniger Krankenhäuser hat mit einer geringeren Bettenzahl, dafür dort aber auch mehr Fachwissen spezialisiert zusammengefasst hat. So, das war jetzt wieder ich, um das in das Thema reinzugehen. Jetzt kommen die Experten. Das ist sehr provokant. Wir haben ja ein Nachbarland, was es uns vormacht. In Dänemark hat man, da gab es mal 92 Krankenhäuser, da gibt es inzwischen noch in der Dimension von 40 etwa. Dort hat man Folgendes gemacht, man hat die vielen kleinen Krankenhäuser zugemacht und hat große Schwerpunktkliniken gebaut und hat der Bevölkerung gesagt, dafür müsst ihr in Kauf nehmen, dass ihr auch mal 100 Kilometer fahren müsst bis zu einem Krankenhaus. Dafür bekommt ihr dort aber eine Schwerpunktversorgung oder Maximalversorgung, in der dann alles drin ist. Das funktioniert in Dänemark. In einem fraktalisierten Gesundheitssystem wie dem deutschen, was darüber hinaus noch föderal überlagert ist, also der Hamburger redet ja nicht mit Schläfrig-Holzbein über sowas, sondern da wird noch gekämpft an den Landesgrenzen, halte ich sowas für ausgesprochen schwierig. Und es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung von Herrn Professor Busse, gerade unlängst erst gemacht, der gesagt hat, würden wir die dänischen Ideen auf Deutschland übertragen, kämen wir hier mit 300 Krankenhäusern aus, also lass uns mal 600 behalten. Wir haben knapp 2000. Da sind große Probleme drin, weil wir haben in der Tat kein Problem in den Städten. Wenn Sie mal nach Nordrhein-Westfalen gehen, dann haben Sie auf der einen Straßenseite die katholische Klinik mit 120 Betten und auf der anderen Straßenseite die evangelische mit 120 Betten. Beide sind eigentlich nicht too big to fail, sondern too small to live. Wenn Sie es dort schaffen würden, ein vernünftiges Krankenhaus hinzustellen und vielleicht noch 3-4 kleine Klitschen aus der Umgebung auch noch mit reinnehmen würden und dort dann das Personal zu konzentrieren, die Kompetenz zu konzentrieren, die Krankenschwestern zu konzentrieren, kämen Sie sehr viel weiter. Dazu müssten Sie bei uns aber ein paar Dogmen überwinden. Das föderale Dogma, Sie müssten das Dogma, dass wir unterschiedliche Trägerpluralitäten haben, also von christlich, katholisch, evangelisch, frei gemeinnützig, staatlich, kommunal, Land und so weiter. Das müssten Sie alles schleifen. Deswegen wäre es vielleicht gut, wenn wir mit 900 am Ende auskämen. Und wenn Sie dann auch noch die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigen, die nicht 100 Kilometer zu fahren bereit ist in Deutschland, dann kommen Sie vielleicht zu 1200. Das wäre eine vernünftige Größe, mit der man mal arbeiten würde. Aber wir brauchen nicht, um Ihnen zu widersprechen, mehr Krankenhäuser. Wir brauchen in der Tat weniger, aber größere und besser aufgestellte Krankenhäuser. Und das Ganze ist kein Problem des Ballungsraums, das ist kein Problem von Hamburg. Das ist ein Problem von MacPom oder von der Streusandbüchse in Brandenburg. Da müssen wir ran und müssen die Lösung machen. Wir müssen als allererstes den Menschen die Wahrheit sagen. Wir werden eine flächendeckende Versorgung mit einem Krankenhaus 10 Kilometer entfernt von deiner Wohnung nicht auf Dauer aufrechterhalten können. Es sei denn, ihr seid bereit, sehr viel mehr Geld für diese kleinen Krankenhäuser zu bezahlen, was die Menschen in der Regel nicht sind. Und da muss man irgendwann mit der Wahrheit mal rausrücken. Aber bitte nicht mit Parolen, wir brauchen mehr Krankenhäuser und es fehlt an der Humanität und so. Damit ist keinem gedient. Wir brauchen konkrete Modelle. Frau Klagow-Frank. Ja gut, aber das war jetzt gar kein Widerspruch, ne? Sondern man kann diese, Sie haben ein sehr wichtiges Problem damit adressiert und ich kann da Monty, wenn ich das sagen darf, Monty. Ja. Fragen Sie aber spät. Also
Ich kann da meinem Präsidenten nur beipflichten. Besser, ne? Sie haben da ein ganz, ganz wichtiges Problem adressiert, was ich eingangs auch als, als strukturelle Schwäche bezeichnet habe. Wir haben wirklich schon seit langem bekannte große strukturelle Schwächen leider auch im deutschen Gesundheitssystem, die eben auch mit diesen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen zu tun haben, unterschiedlichen Bund-Länder-Zuständigkeiten und so weiter und so fort, will ich jetzt gar nicht wiederholen. Ich wollte nur ergänzen, welche Dimension das Problem hat. Wir haben hier heute als Kostentreiber ausschließlich über die Arzneimittelversorgung geredet, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist aber nicht der Ausgabenblock und das Problem Nummer eins, was wir für die Finanzierbarkeit des Systems haben. Der größte Ausgabenblock ist die stationäre Versorgung. Das sind 77, glaube ich, Milliarden, die jetzt allein für stationäre Behandlungen ausgegeben werden, gegenüber jeweils knapp 30, einmal für ambulante ärztliche Behandlung und einmal knapp 30 für Arzneimitteltherapie. Ja? Also wir haben ein Riesenproblem mit der stationären Versorgung in Deutschland. Herr Kiefmann. Ich wollte vielleicht ein Missverständnis ausräumen. Und die Krankenkassen in Deutschland, die Sozialen, können keine Gewinne machen. Die sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die dürfen nicht Gewinne machen. Nein, sie haben Rücklagen gebildet, das kann man kritisieren. Die sind aber im Vergleich zu dem, was sie gewöhnlich ausgeben, jetzt überschaubar. Aber sie können keine Gewinne machen und sie schütten das nicht an Aktionäre aus. Die bilden Rücklagen, weil sie alle Angst haben, dass, wenn die Lage schlechter wird, sie den Beitragssatz erhöhen müssen. Also insofern sind die alle etwas vorsichtig. Zur Humanität. Ich glaube, diese Debatte mit der Humanität wird in Deutschland unter diesem Stichwort Ökonomisierungsdruck geführt, dass der so groß ist, keine Zeit mehr für den Patienten da ist. Das ist schon lang geführt worden. Jetzt hat man ja diese Pflegeuntergrenzen eingeführt. Soll man abwarten, wie das wirkt, ob dann mehr Zeit für den Patienten da ist? Das müsste es ja eigentlich, weil ja das Patienten-Staff-Verhältnis dann besser wird. Das ist eine Debatte, die durchaus geführt wurde. Es tut mir leid, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Ja? Die Dame da, könnten Sie ihr das Mikro geben, bitte? Da ganz hinten, der hat sich von Anfang an schon gemeldet. Oh, Entschuldigung, hatte ich einen übersehen? Das ist, weil ich ohne die Brille, dann kommen Sie auch noch dran. Ja, Sie zuerst. Ich habe nur einen Aspekt noch mal zum Thema Prävention. Ich weiß, das ist nicht ganz so das sexy Thema und auch ein bisschen unterbeleuchtet sozusagen und unterfinanziert in der gesetzlichen Krankenkassenwelt. Es ist für mich nur ein Thema. Medizinstudium habe ich damals mal gelernt, dass Diätetik irgendwie zum ärztlichen Handeln und Tun dazu gehört. Also im Prinzip die Lebensführung gestalten und den Patienten darin unterstützen, die korrekte Lebensführung zu wählen. Ich finde, ja, es ist ein gesellschaftliches wichtiges Thema, aber ich würde mir schon sehr wünschen, dass das tätige Gesundheitswesen, was unglaublich viel weiß darüber, wie es richtig geht, sein Wissen zur Verfügung stellt, diesen gesellschaftlichen Diskurs, das Thema Primärprävention auch weiterhin fördern zu wollen. Das also, können wir aber eigentlich so stehen lassen. Ne? Und kommen dann gleich zu Ihnen. Wie gesagt, Entschuldigung, das ist ja, da hinten. Ganz hinten. Trägt auch keine Brille. Ja, ich wollte noch mal auf die Preise für Medikamente eingehen. Und zwar ist es so, dass viele Medikamente in unseren europäischen Ländern wesentlich preiswerter sind als in Deutschland. Ich habe meinen Apotheker gefragt, woran das denn liegt. Und da sagt er ja, in Deutschland gibt der Markt das her. Das heißt, wir haben früher in Spanien auch öfter das Aspirina gekauft. Das war erstens preiswerter und zweitens wirkungsvoller. Und da frage ich mich, warum können die Kassen nicht mal vergleichen, was dasselbe Medikament in unseren Nachbarländern, Belgien, Holland, Frankreich und so weiter kosten und sich dann nicht so von den Pharmaindustrien abzocken lassen. Danke. Können Sie ganz kurz darauf eingehen und dann... Der Staat verdient aber auch daran mit, ne? Das möchte ich auch nochmal sagen. Ich glaube, in keinem anderen Land wird... Ich glaube, die Falle um... Ne? Wie viel... Ne, Mehrwertsteuer so viel erhoben wie in Deutschland. Ja. Auf die, also der verdient da kräftig dran mit. Hotel, da können Sie reduziert gehen, aber da müssen vollen Mehrwertsteuersatz. Ja. Beeindruckend fand ich die psychologische Wirkung von Aspirin in Spanien. Ich weiß nicht, ob es an der Sonne lag oder am niedrigen Preis, aber wunderbar. So, dann möchte ich jetzt zum Ende kommen und ich hatte mir über... Was denn?
Oh, Entschuldigung. Ich wollte noch kurz was. Ich kann Ihren Punkt verstehen. Andererseits muss ich sagen, ich finde es ganz in Ordnung, dass wir sind ein sehr reiches Land in der EU, dass bei uns die Preise etwas höher sind als vielleicht in Portugal oder in Bulgarien oder in Tschechien. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich will jetzt nicht über das Allgemeine, aber über die Struktur reden. Wenn wir das dort aufkaufen, wird es dort teurer natürlich, weil die reagieren. Und dann kriegen die Leute dort keinen Zugang mehr zu diesen Medikamenten. Es wird ja jetzt schon auch verhandelt über den Preis. Also das war ja das mit dem Zusatznutzen, der dann festgestellt wird. Ich würde jetzt gerne zum Ende kommen. Und ich habe mir überlegt, in einem Monat ungefähr ist Weihnachten. Keine Panik, noch 4 Wochen für die Weihnachtsgeschenke. Ne? Bleiben Sie ruhig. Aber dann dachte ich, weil doch jetzt bald Weihnachten ist, dürfen Sie sich was wünschen. Ich würde jetzt gern wissen, was jeder von Ihnen kurz und knapp sich wünschen würde, was sich an unserem Gesundheitssystem verbessert. Sie können natürlich auch noch ein kleines und was ich gut finde, ist das und das einfügen. Fangen Sie mal ganz außen an, Herr Kirchner. Ja, das ist ein Thema, das wir jetzt nicht gesprochen haben, aber das ich sehr wichtig finde. Gut, Herr Montgomery hat es angesprochen, untersteht Billstedt-Horn, Blankenese, ja. Es gibt große Unterschiede, es hat natürlich mit Erziehung und Bildung zu tun, aber auch mit Gesundheitsversorgung. In Hamburg hat man auch beobachtet, wo die Ärztedichte viel größer ist. Wir müssen auch die ärztliche Versorgung in ärmeren Gebieten stärken. Und da hat mich sehr gefreut die Nachricht, dass der Hamburger Senat 7 Gesundheitszentren in ärmeren Stadtteilen in Hamburg fördern wird, denn dort tendenziell wandern dort die Arztpraxen ab. Das kann man in Hamburg wandern nach Roter Baum oder wo es besser ist. Und das ist gerade in die falsche Richtung. Und ich bin froh, dass da was getan wird in Hamburg. Schon teilweise erfüllt das Geschenk für mich. Ja. Frau Klarko-Frank? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir unser leistungsfähiges Gesundheitssystem, das wir haben, auch wirklich verteidigen und auch den Entscheidungsalgorithmus dabei nicht aufgeben. Das ist nämlich, ne, dass das Kriterium Nummer 1 sein muss, ob ein neues Arzneimittel oder eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode oder zum Beispiel auch ein Wearable, ja, also eine App, ob die in ihrem Patientennutzen belegt ist. Und da habe ich ein bisschen die Befürchtung, da möchte ich Obern-Wiesing von am Vormittag beipflichten, hier darf man nicht mit zweierlei Maß messen. Es geht um Patientennutzen und um Patientensicherheit, dass man jetzt dem Druck dieser ökonomisch getriebenen Digitalisierungswelle nachgibt, also gerade aus ärztlicher Perspektive, aber auch aus Perspektive, ne, dass der gesetzlichen Krankenversicherung muss für uns der Patientennutzen, das Leitprinzip, das Entscheidungskriterium Nummer 1 bleiben. Das würde ich mir wünschen im Interesse der Patienten. Herr Montgomery. Ja. Weihnachten ist sowas Privates, da wünscht man sich so ganz andere Sachen. Also als erstes wünsche ich mir mehr solche Diskussionen wie diese, bei der es gelingt, entemotionalisiert über diese Dinge mal zu reden, die dann aber am Ende auch zu einer Lösung kommen. Weil unser Dilemma ist, in einem System, das fast 300 Milliarden Euro umsetzt, gibt es so viele Besitzstandsargumente. Ich will mich da selber nicht ausschließen, dass es oft ganz schwierig ist, am Ende noch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen und so einen Konsens zu finden, wie es weitergeht. Und deswegen glaube ich, dass mein Weihnachtswunsch dieses Jahr unerfüllt bleibt und ich weiter damit leben werde, dass wir in vielen, vielen Debatten uns asymptotisch oder integral oder wie auch immer irgendwann immer weiter bewegen. Und da bin ich dann, der Weihnachtsmann selber, hochoptimistisch, dass unser schönes Gesundheitssystem erhalten bleiben wird. Dankeschön. Dann möchte ich mich bedanken, einmal bei meinen Experten und meiner Expertin für die angenehme, aber doch auch vielfältige Diskussion und für Sie. Ich finde, es war sehr anregend, was Sie eingebracht haben, was Sie an Fragen gehabt haben. Und ich hoffe, ich glaube, wir haben nicht die große Lösung gefunden, leider. Aber ich denke, wir haben zumindest ein paar Stellschrauben aufgezeigt und auch ein bisschen einordnen können, wo Probleme liegen, die vielleicht und wahrscheinlich und hoffentlich auch gelöst werden in Zukunft. Vielen Dank und noch einen schönen Abend und dann übergebe ich an Herrn Meyer. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.